So, wir stehen hier am Supercharger Leonberg und was ist das? Das ist Pegasus und mit zwei Fahrern dabei. Und das Abenteuer, was die beiden erlebt haben, das hören wir uns jetzt mal an. Jetzt sitzen wir nochmal im Pegasus. Und wem haben wir jetzt hier drin? Kennt ihr gar nicht. Doch, da hinten Robert habt ihr schon mal gesehen und das ist sein Bruder Alex. Und ihr glaubt nicht, was die mit dem Auto gemacht haben, aber das erzählen die, glaube ich, kurz selber. Okay, dann fange ich mal an. Das ist ja aktuell unser Fahrmonat oder mein Fahrmonat und wie alle wissen, teilen wir uns mit 10 oder 11 Anteilseignern das Fahrzeug und das sind jetzt meine 4 Wochen und ich hatte mir halt vorgenommen, mal bis ans Nordkap zu fahren und zurück in meinem Fahrmonat und das habe ich die letzten 3 Wochen verwirklicht. Wahnsinn, ich sag ja immer, die fahren immer ans Nordkap und jetzt haben die das wirklich gemacht, das glaubst du ja gar nicht. Ja, und es war schon ein bisschen eine Challenge. Jedenfalls habe ich mir im Vorfeld nur ein paar Gedanken gemacht. Und ich dachte, ihr seid einfach losgefahren, eingegeben und losfahren. Ja, so in etwa haben wir es dann auch ganz gemacht. Grob, ja. Im Navi eingegeben, Nordkap, mal gucken, was rauskommt. Und aber dann so auf der Fahrt festgestellt, ja, Moment mal, der letzte Supercharger vom Nordkap, das sind so 400 Kilometer. Na ja, genau. Eine Richtung. Ja, also hin und zurück wären ja knapp 800. Wie macht man das denn jetzt? Und man hat ja im Internet Berichte gelesen, das haben welche mit dem Model S60 gemacht, mit dem i3 waren schon welche am Nordkap. Ja. Das musste irgendwie funktionieren. Und ja, dann gab es dann im Prinzip noch einen Destination Charger. Am Nordkap. Ja, so 200 Kilometer vom Nordkap. Ah, 200 Kilometer muss man schon noch schieben. Ja, und in Scandi, glaube ich, hieß der Ort. Und dort haben wir uns dann quasi im Hotel eingebucht, über Nacht vollgeladen und von dort aus dann Richtung Nordkap und wieder zurück zum Hotel und dann die Rückroute angetreten. Ja, und wir sind rückzu dann über die Lofoten gefahren, diese Inselgruppe da so. Ja. Und da war es auch ein bisschen schwieriger mit den Superchargern. Da gibt es keine. Oh. Und dann? Ja, dann haben wir halt an den öffentlichen Ladestationen, die es ja gibt, hoffentlich. Die es gibt, geladen. Es sind auch nicht üppig viele, aber und auch nicht kostenlos. Aber auf der Hinreise zum Nordkap haben wir einen netten Norweger kennengelernt, bei dem wir eine Nacht genächtigt haben. Der hat uns einen Ladechip geliehen und mit dem konnten wir dann an den Public-Ladestationen aufladen. Kann sich halt mit einer deutschen SIM-Karte dort nicht mit diesem App registrieren, dass du den selber nutzen könntest. Okay, es gibt verschiedene Anbieter, aber der eine, der dort gerade relativ oft vertreten war, der ging halt nicht mit deutscher Mobilfunknummer. Okay, okay. Was ihr hier übrigens hört als Nebengeräusch, das ist hier der Lader vom Pegasus. Ich sag ja immer, der hat Mods hier, wenn er also auflädt. Weiß nicht warum bei euch, er ist eigentlich schon im hinteren Bereich hier, ne? Aber trotzdem macht er gerade, föhnt er gerade wieder ganz schön. Was haben wir draußen? Damit du kein Rapid Gate hast. Nee, was haben wir denn draußen für eine 19 Grad, ne? Gar nicht so schlimm eigentlich, aber trotzdem, ihr seid ja jetzt auch auf der Autobahn gekommen, ne? Voll geheizt im Stau. Seit Wechsel 10.000 Kilometer und bloß 19,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Boah, nicht schlecht. Weil unser Durchschnitt ist ja hier, ich habe da wenigstens ein bisschen runtergedrückt hier, da war ja bei 25, ne? Ja. Also ihr seht hier über 100.000, ihr habt auch die 100.000, habt ein Foto gemacht, ne? 100.000 Kilometer hat das Auto jetzt drauf. Man darf vorher die Garantieverlängerung nicht vergessen. Und jetzt, das ist euer Wert hier, ja? Cool. Nicht schlecht. Kann man Geübte Prius-Fahrer. Ja. Und das ist hier euer letzter Trip, ja genau. Ja, das ist übrigens hier der Alex, der hat mir den Prius geliehen. Wenn ihr die Prius-Videos gesehen habt, das ist der Besitzer. Ich bin ja sogar besser gefahren als du im Durchschnitt, aber du fährst wahrscheinlich immer Autobahn. Nee, ich habe nicht so eine schöne Strecke wie du. Ah ja, okay, okay. Sollen wir mal versuchen, ein bisschen zu navigieren zum Nordkap? Geht das? Können wir mal so ein bisschen sehen, wie die Supercharger sich da verhalten? Da, kommt's schon. In Norwegen, genau. So, er versucht jetzt verzweifelt da hochzufahren. Mal schauen, was er tut. Es dauert immer etwas, die Berechnung. Alte CPU drin. Soll ja im Model 3 super fix alles gehen jetzt hier. Da, der hat ja die neue CPU drin. Da ist alles super schnell. Aber der langen Strecke jetzt angemessen, die Wartezeit hier. Man sieht schon ein bisschen so schemenhaft hier die Supercharger und da ist das Ziel. Ja, und irgendwie sagt er einmal, kommt mit 13% Ladung am Nordkap ab. Aber mit 13% kommt man nicht wieder zurück zu dem Supercharger. Ja, das ist ja das Problem von dem Navi hier, dass der immer nur hinfährt, aber nicht wieder zurück. Jetzt
Ja, da ist es jetzt. Was macht er? Wir sind anders gefahren, aber okay. Aber er macht zumindest eine Route. Und was sagt er uns? Scroll mal, genau. Er behauptet, man kommt an, oder? Naja. Angeblich. 50 Stunden. In 3752 Kilometern. Und 50 Stunden, genau. Wir haben genau eine Woche gebraucht. Ja klar, kann man ja auch nicht durchfahren. Ne? Aber so ist die. Wie seid ihr denn jetzt gefahren? Ihr seid nicht so gefahren? Über Oslo. Göteborg, Oslo. Da gibt es auch noch Supercharger da drüben, ja. Klar. Kann man, glaube ich, einschalten, wenn man das. Da waren zu viele. Ja, da, ja. Ganz grob. Oh ja, hier. Irgendwo auf jeden Fall da lang. Keine Ahnung, warum man meint, dass die Strecke besser wäre. Aber so geht das, Leute. In 50 Stunden zum Nordkap. Super Sache. Ja, das war jetzt wirklich ein Abenteuer, oder? Ja. Boah, habt geil. Ihr euch das schon länger so überlegt oder wie kam das zustande, dass ihr sagt, da muss man eigentlich mal hinfahren? Wie gesagt, Robo. Also vor 2 Jahren haben wir, wo ich den Prius gekauft hatte, hatten wir eine Tour nach England, Irland gemacht. Haben wir dann einen Freund besucht haben. Und ja, jetzt hat Robert halt sich damit eingekauft hier, Drive Tesla 2.0. Und dann war das die Idee, halt da ins Nordkap zu fahren, elektrisch. Gab es denn eigentlich Schwierigkeiten auf dem Weg? Nicht funktionierende Supercharger oder also besetzt, dass man warten muss? Ja, mussten wir warten, aber ja. Das war auf dem Rückweg, vielleicht 10 Minuten. Dann ist der erste weggefahren und hat man sofort wieder einen Slot bekommen. Okay. Und ein paar Minuten später war auch der nächste Stellplatz frei. Das war jetzt nicht wirklich ein Problem. Wir hatten 2 Supercharger, die nicht funktionierten. Also man musste dann einmal umparken, die nächste Säule nehmen. War aber frei. War aber frei, genau. Was mich ein bisschen gewundert hat in Norwegen, die haben schon Abnutzungserscheinungen, die Supercharger. Also die Stecker sind teilweise innen ausgebrochen. Also man hat sich halt gewundert, warum geht's nicht? Guckt dann in den Stecker rein. Ah, hier sind Pins lose und die Plastik ringsrum weggebröselt. Ja. Habe ich nur einmal bisher irgendwo gesehen, richtig. Aber so schön ausgebaut wie jetzt hier. Wir stehen ja gerade am Supercharger in Leonberg mit 20 Stalls jetzt hier ausgebaut. Wie sieht's denn dort aus? Wie viele Stalls haben die so? Ja, je nördlicher von man kommt, desto weniger. Desto weniger, ja. Um Oslo rum und so der untere Bereich, die sind schon groß ausgebaut. Da auch solche Größenordnungen dann, weil. Und größer. Man ist ja, glaube hier in Deutschland gibt es bloß 2, die so viel jetzt haben. Und ich weiß nicht, ob gerade noch weitere ausgebaut werden. Das größte, wo wir 32, 36, irgendwie so. Das war der größte, wo wir mal gehalten haben. Na, man merkt es halt. Also hier, klar, wenn jetzt das Model 3 jetzt sofort hier kommen würde, in größeren Mengen, ich glaube, da hätten wir schon Schwierigkeiten. Ne? Wird ja zuerst in Norwegen kommen. Ne? Man soll doch zu Hause laden. Ja, sowieso. Ne? Und es kostet ja sowieso Geld mit Model 3. Das ist ja jetzt alles Ende hier. Wird ja womöglich auch mit den nächsten S- und X-Modellen auch Geld kosten. Und dann wird man nicht ständig hier an die Supercharger fahren. Zum Laden, glaube ich, dann wird man sich doch auch andere Säulen suchen, die ja jetzt nach und nach auch kommen. Wir haben in Baden-Württemberg hier, habe ich jetzt gelesen, ja auch diese Aktion. Ich habe nur keine Karte bisher gefunden, wo das sein soll. Alle 20 Kilometer, glaube ich, ne? Soll eine Schoko-Steckdose sein und alle 40 oder alle 30 einen Schnelllader, genau. Ja, also keine Ahnung, was die jetzt da für Vorschriften, also Schnelllader hatten sie auch, was heißt Schnelllader, natürlich 50 kW vermute ich mal, aber so ist schon die Idee, ist bloß die Frage, wann das Ganze passiert. Ja, heute in Geiselwind auf dem Zwischenstopp, wo auch die Tesla Supercharger stehen, da ist auch von E.ON eine Ladestation, ein Public Charging, also mit CHAdeMO und CCS. Und da stand 175 Kilowatt drauf. Da hinten ist übrigens auch eine, ne? Ja. Ja. Ja, am Flughafen ist eine 150 Kilowatt CCS, rein CCS, ohne CHAdeMO. Auch noch kostenfrei im Moment. 4 Stalls, wenn man sie findet. Ja, das nicht, bei der E.ON-Ladestation war auch das Problem. Die war so groß oder größer wie dort die 6 Supercharger. Ja. Platzmäßig deutlich größer. Oh. Und es können nur 4 Autos laden, wo beim Tesla 6 Autos laden kann auf einem kleinen. Also das ist ineffektiv vom Platzverhältnis. Ist ein Vorteil, es ist überdacht, aber das wollte ich fragen. Das gibt es in Norwegen auch und da macht Tesla direkt Solar drauf. Habe ich jetzt dort nicht. Habt ihr was gesehen, dass das Supercharger überdacht waren? Ja. Kann ich auch Bild zukommen lassen. Ja, gut. Also das habe ich jetzt noch gar nicht so. Also jetzt hier in Deutschland kenne ich, glaube ich, gar keinen. Müsste jetzt nicht, ich habe keinen bisher gesehen, wo ich war. Wir haben es auch das erste Mal in Norwegen gesehen. Meistens stehen sie auch ziemlich alleine so da, das hier ist jetzt eigentlich fast ein guter Platz. Dänemark? Ja, der überdachte waren, glaube ich, in Dänemark. Gut, was habt ihr noch für Abenteuer?
Wie habt ihr eigentlich mit der Übernachtung gemacht? Habt ihr im Auto da? Im Auto kann man nicht übernachten hier, ne? In dem Auto kann man nicht übernachten. Wir waren auch zu dritt. Ach so, ja. Wir haben unsere Mutter mitgenommen. Hattet ihr vorher denn immer gebucht irgendwo? Oder wie habt ihr das gemacht? Ja, online. Okay. Handy-App auf. Dort wollen wir ganz grob hin, dort ein Hotel suchen. Aber schon im Voraus, oder habt ihr schon Station? Nee, an dem Tag immer. Direkt an dem Tag, ah ja, gut. Dann war ja das Problem, dass falls jemand mal wieder nach Norwegen fährt mit einem Tesla, ihr braucht einen anderen, wie heißt Tesla... UMC. Oh, tut er da nicht? Nee, und der EU-UMC funktioniert in Norwegen nicht, weil die ein anderes Stromnetz haben, ein IT-Stromnetz. Bei uns ist ja TN und Norwegen, alle Gebäude, die ein bisschen älter sind, haben das IT-Netzwerk, das irgendwie das Grounding oder die Erde ist anders. Ah ja, richtig. Und dann versagt der ja, genau. Da muss man so ein, habt ihr so einen Trickadapter gehabt oder irgendwas? Wir wollten das Ding nicht kaputt machen, wir haben es gelassen. Ja, auch okay. Wenn wir die Tricks gefunden hatten im Internet, aber wir wollten es halt nicht kaputt machen. Ich habe da schon von gehört. Man hätte sich dort einen ausleihen können am Service Center oder kaufen oder man kann ja auch, also der uns den Ladechip geliehen hat, der hat gesagt, ja, ihr tretet doch einfach der Facebook-Gruppe bei, postet da gäbe es bestimmt irgendjemanden, der jemanden einleiht für ein paar Tage und dann auf dem Rückweg gibt man ihn wieder ab. Da wäre auch irgendwie sicherlich möglich. Das heißt, ihr habt dann tatsächlich nur Supercharger und Typ 2 geladen und nicht über... Schademo und Supercharger. Schademo auch noch, okay. Ja, und Typ 2 halt dann am Destination Charger. Ja, wenn es ging, genau. Das hat ja funktioniert. Das hat funktioniert, ne? Ja. Bloß der für 230 Volt, der hat nicht funktioniert. Beziehungsweise genau. Drehstrom oder so. Weiß nicht, ob die so einen Drehstromanschluss überhaupt haben. Haben wir leider CE oder sowas. Oft ist es auch so, wir haben auch blaue Dosen gefunden, aber durch das alte Netz haben die vier Pins in diesem blauen CE-Stecker. Und der passt natürlich nicht. Ja, inkompatibel. Norwegen inkompatibel. Na gut. Go anywhere, ne? Aber dafür haben sie ja überall Ladestationen, ne? Also wenn man hier allein das anguckt. Ja. Gut, super Sache. Und das ist jetzt zu Ende. Wo geht der nächste Trip hin? Nächste ist meistens dann Nordafrika, wisst ihr ja schon, ne? Marokko oder Russland was? Geht doch jetzt. Ja, Russland. Muss man aber warten, bis Elon zurück twittert, dass jetzt der Supercharger da ist, ne? Mhm. Naja, das glaube ich, das wird funktionieren. Aber ich glaube, Nordafrika waren die anderen immer. Wenn sie dann das Abenteuer gemacht haben, ist dann Nordafrika dran. Wenn der Robert dann vielleicht, weil niemand dann nächsten Monat ist, wenn es dann in Richtung Winter geht, dann kann man ja da runterfahren, das ist dann warm. Ja gut, wie war es jetzt dort eigentlich von der Witterung? Wir haben extremes Glück gehabt vom Wetter. Es war fast jeden Tag sonnig. Wir haben keine Minusgrade? Nein. Oh. Also am Nordkap waren 17 Grad plus. Hätte ich es nicht gedacht. Kein Schnee. Ganz nur gesehen, also Gletschereis oder so, Reste, die noch da waren, aber... Ja, könnte mir noch ein paar Bilder zukommen lassen, kann ich noch ein bisschen zwischendrin ein Bild einblenden hier. Ja. Super Sache, aber müsst ihr eh noch berichten dann auf der Homepage, ne? So sieht's aus, ein Bericht schreiben. Habt ihr das Auto jetzt noch ein bisschen oder müsst ihr es gleich Woche. Wieder? Noch eine Woche. Danach kommt es Ulrich. Ah ja, und dann geht's gleich weiter hier bei uns, ja. Gut, sag ich mal, vielen Dank für euren Bericht, für euer Abenteuer hier. Und was sagt ihr? Ist das Auto zuverlässig? Ja, auf jeden Fall. Tesla macht das sehr gut. So sollte der minimale Standard bei jedem Elektroauto sein, wie es der Tesla ist. Wenn du das nicht hinkriegen, kriegst du keine Akzeptanz. Ja. Ioniq ist schon nah dran. Leider ein bisschen zu kleiner Akku, meine Meinung. Und leider kein Ladenetzwerk. Okay. Das kommt noch. Das baut sich ja auf. Ja, aber muss es auch so integriert kriegen wie hier. Das ist halt dann das Nächste noch. Ja, gut, dann hast du wieder solche Sachen, wie du es bei mir im Prius gemerkt hast, so Android, Apple CarPlay und Android Auto. Ja. Das sowas muss halt integriert werden und vielleicht kommt auch sowas hier als Add-on auf dem Handy irgendwann, dass man sowas macht. Ja, da muss irgendwas passieren. Die Autoradios zu doof sind dafür, um das zu integrieren. Nicht smart genug. Nicht smart genug, genau. Also Tesla macht's vor, die anderen sollen es einfach nachmachen und nicht was anderes versuchen zu erfinden, sondern genauso wie das hier drin ist, muss das funktionieren. Das ist das Einfachste. Das wäre natürlich super, wenn wir das hinkriegen. Jo. Das muss der Anreiz sein für die anderen. Der Benchmark. Ja. Danke an euch, danke nochmal an dich für das Ausleihen vom Auto. Machen wir gleich die Übergabe noch. Und super Abenteuer hier. Also, bis demnächst. Tschüss. Ciao.